Ich bin Neoblade. Wir sind in der Destiny-Philosophie. One-Base-Build, Into-Expansion. Und dann im Mid-Game, Late-Game Orkus-Lernschritte. Meistens kriege ich das nicht mehr so gut hin mit dem Nexus-Bauen. Ich committe da ein bisschen zu stark. Das muss ich jetzt irgendwie mir mal wieder überlegen. Zwei Warp in Runden sollten erstmal genug sein. Mal schauen. Unser Gegner ist Protoss, okay. Das bedeutet, wir müssen gleich sofort scouten gehen. Für Proxy Gates. Und das tun wir auch jetzt. Denn jetzt würde der Pylon gebaut werden. Da ist kein Pylon, alles klar. Dann gehen wir jetzt scouten. Wir brauchen ein Gas. Wir gehen nach dem zweiten Pylon jetzt nochmal scouten. Okay, da ist eine Probe. You have not enough minerals. Okay, was haben wir da gesehen? Ich muss den Nexus nochmal checken. Okay, er spielt auch ein Foregate. Ja, okay. Dann schnell nach Hause. Okay. Dann suche ich mal den Pylon. Bau einen Stalker. Wir brauchen dann noch relativ schnell eine Sentry. Da ist der Stalker, das hat er natürlich. Wir warten jetzt einfach mal hier oben. Bauen noch einen Pylon.
Okay, wir gehen wieder nach Hause. Mit den Units hier in seine Base. Einen gehen wir hier in die Eco-Line. Er wird jetzt nach Hause gehen. Also auch wenn wir jetzt alles verlieren, wir sind in der Eco vorne. Ja, wir haben seine Probes gekillt. Gut, er kann das jetzt nicht mehr halten. Wir müssen jetzt noch unsere Base halten. Dazu brauchen wir eine Sentry. Ganz dringend. Okay, wir müssen was verlieren. Wir warten jetzt noch auf die nächste Warp-In-Runde. Und dann töten wir ihn. Oder bauen jetzt einen Nexus. Enough minerals.
So, den Stock holen wir uns jetzt. Ja, relativ straight. Ich habe einfach die besseren Entscheidungen gefällt. Wir schauen uns das Replay an. Er hat einfach zu viele Probes verloren. Ich habe besser gescoutet, mich besser auf den Foregate vorbereitet. Man darf bei einem Foregate nie den Fehler machen, seinen Proxy-Pylon unbeschützt zu lassen. Also zumindest nicht in den höheren Ligen. Also natürlich sind wir noch in Gold, aber die Problematik ist halt hier ganz klar gewesen, dass er dadurch natürlich ordentlich Kohle verloren hat. So, schauen wir uns das mal an. So, ich habe halt auch gescoutet hier und auf seinen Nexus geklickt, dass ein Foregate kommt. Er scoutet halt auch alles ab, aber ich scoute halt mit meinem Versi ab, den er leider zu spät baut, oder den er, muss man für ihn sagen, leider zu spät baut. Was hat er jetzt gemacht? So, halten wir hier mal an. Meine drei Gates sind früher fertig. Meine Warp Gate Tech, die sind nahezu identisch. Und sein Proxy Pylon überlebt nicht. Mein Proxy Pylon überlebt. Zumindest eine Zeit lang. Und ich gewinne über das Force Field halt Zeit. Kann dann halt reinwarpen, zwinge ihn dazu, zu Hause reinzuwarpen. Ich hätte noch einen Stalker reinwarpen sollen. Schauen wir uns aber gleich nochmal an. Aber generell ist es halt unglaublich schwer. So, ich halte hier nochmal an. Also, seine Warpgate-Tech braucht noch, das bin ich, ungefähr 50 Sekunden, mit Chrono-Boost natürlich etwas weniger. Aber gegen den Zealot und einen Stalker kann er diesen Proxy-Pylon nicht verteidigen. Es sei denn, er hätte seine Units hier mitgeschickt. Deswegen spielt MC den Foregate auch mit einem Stalker. Damit halt im PvP so ein Proxy-Pylon getötet werden kann. Es gibt Leute, die verzichten komplett auf Zealot und Stalker, um den Foregate noch früher raushauen zu können. Dann kriegt man allerdings keinen Proxy-Pylon gebaut. So, die Frage ist, wird der Supply blocked sein? Nein. So, ich habe meine Sentry hier fertig. Kann jetzt ganz beruhigt auf seinen Angriff warten. Natürlich mache ich theoretisch den gleichen Fehler, indem ich meinen Proxy-Pylon hier hinbaue. Aber ich bin relativ sicher, dass er diese Position nicht scouten wird. Er wird hier irgendwo scouten. Er scoutet allerdings gar nicht mehr. Warpt einmal zu Hause jetzt rein. Ich warpe auch zu Hause rein. Wie sieht das mit Probes aus? Okay, ich habe... Er hat einen Probe-Lead. So, diese Fighting-Position ist gut für ihn, aber er kriegt wenigstens keinen Proxy-Pylon noch näher gebaut. Ich kann nach Hause gehen. Er kriegt unglaublich Overmins. Aber ich weiß, dass ich gleich reinwarpen kann. Er nicht. Und dass ich hier ein Force-Field einfach schmeißen kann. Da käme er theoretisch durch. Force-Field war also sehr schlecht gesetzt. Aber jetzt hat er halt das Problem hier,
Und ich baue jetzt einfach einen Pylon in seine Base. So, das kenne ich von Adel Scott, dass ich einfach jetzt einen Zealot nehme und anfange, Probes zu töten. Weil er vorne nicht reinwarpen kann und Stress in seiner Base hat. Und hier meine Stalker kommen. Verliert er immer mehr Probes, immer mehr Probes. Ich hätte jetzt übrigens die Forge schon sofort schmeißen können, hier eine Cannon hinbauen können, hier einen Pylon hinbauen können und dann hier nochmal eine Cannon. Dann hätte ich eventuell auch einen Nexus verteidigen können. War aber sehr, sehr, sehr riskant, weil er halt seine gesamten Overmints aufgebraucht hat. Und das konnte ich einfach nicht wissen. Aber er kann selbstverständlich... Also obwohl er jetzt mehr Units hat hier, zumindest bei sich zu Hause in der Base... Und er hält seine Units auch besser zusammen. Das hat was mit Mechanics zu tun. Ich hau hier auf den Nexus ein. Es bringt natürlich überhaupt nichts. So, er muss diesen Pylon auch gleich wieder nachbauen. Aber er hält seine Units einfach besser zusammen. Aber insgesamt sieht das natürlich so aus. Income-technisch sieht das so aus. Und ich hätte einfach, nachdem alle Probes hier kaputt waren, einfach nach Hause gehen sollen. So sieht das wahrscheinlich Units Lost. Ja, da bin ich deutlich hinten. Einfach, weil er seine Units besser zusammengehalten hat. Das hätte ich anders machen müssen. Ich hätte immer hier die ganze Zeit in dem Bereich kämpfen müssen. Dann hätte ich eventuell nur ein Gas rausgenommen. Was auch nicht verkehrt gewesen wäre. Und er wäre nicht mehr zurückgekommen. So, er hat natürlich jetzt das Problem, dass er dann nicht mehr genug Units hat. Ich brauche jetzt nur noch seine Army zu schlagen und dann war es das. Ich bin natürlich meilenweit vorne, keine Frage. Aber er hat natürlich noch, kommt seine Army bei mir in die Base rein, dann kann es nochmal ganz dunkel für mich werden, weil er so viel Army Value mehr hat als ich. Das hat er besser gekämpft, hat er. Aber ich habe, einfach mehr Probes gekillt und das hat mir hier den Sieg gebracht. So, Force Field ist wieder da. Ganz, ganz, ganz wichtig in dieser Situation. So, jetzt will ich da... Zack. So, wieder zurückziehen. Ein paar Stalker hätten nicht wehgetan hier an der Stelle. Er verliert hier sinnlos seine Zealots. Er will halt kiten. Kann auch nichts anderes mehr machen. Aber Spiel ist verloren. Hat dann auf Pause gestellt, weil er das irgendwie nicht eingesehen hat. So, und ich brauche jetzt nur noch abwarten. Wie viele Probes hat er jetzt? 6 zu 28... So, ich muss noch eine Runde Stalker reinwarpen. Genau. Da kommt meine Cannon. Ich kann ihn jetzt konstant unter Druck setzen, sobald seine Stalker tot sind. Beziehungsweise ich habe jetzt auch mehr Stalker als er. Plus 6 Zealots, plus 2 Sentries. Kann also Guardian Shield anwenden, wenn die Energie dafür da ist. Und er müsste seinen Chrono Boost auch anwenden. Verliere ich eben diese Zealots. Er verliert dadurch jetzt einen Stalker. Er wird wahrscheinlich wieder vergessen, seine Probe Production an den Start zu bringen. Jetzt bleiben leider meine Units hier stehen. So. Er konzentriert sich hier nur auf seinen... Ich kann das mal zeigen. Deswegen sagen Okko und ich in den unteren Ligen, seht von Micro-lastigen Units ab. Seht von Micro generell ab.
Wir schauen mal, wie sich das Mikro auf seine Produktion auswirkt, aus seiner Fähigkeit, das Geld auszugeben. Wir sind in seiner Vision drin, da ist jetzt mal ein Chronoboost, aber ihr seht schon, er muss konstant Chronoboosten, er darf keine 75 Chronoboost ansammeln, wenn er keine Probes mehr hat. Da müssen konstant die Probes geboostet werden. Und wir schauen mal, wie viel Chronoboost er anwendet. Chronoboost, sehr gut, genau. Baut noch einen Pylon. So, da geht der Kampf los. Und jetzt schauen wir schlicht und ergreifend mal, was er noch baut, was er an Chronoboost noch macht. Er könnte jetzt wieder eine Probe bauen. Konzentriert sich nur auf sein Mikro, ist nur auf dem Kampf. Versucht noch ein paar Sellets rauszunehmen und so weiter. Baut keine Probes, baut keine Probes. Baut keine Probes, kein Chronoboost, keine Probes, kein Chronoboost. Keine Probes, kein Chronoboost. Und das ist halt das Problem, dass wenn man sich zu stark auf Mikro konzentriert, dass dann da die Probleme entstehen. Hat von 63 auf 100 Energie ist er gegangen mit dem Nexus. Und mein Nexus kommt jetzt. Er hat das Spiel eindeutig verloren. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Bis demnächst.